Hallo und herzlich willkommen zurück zu Traincraft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind hier in Whoop Whoop Traincraft. Alter, hört doch mal auf, ihr macht mich ganz kirre. Warum wir so viel Erde rausbekommen? Ja, ein Tipp von euch war, ja, mach mal Motor aus. Gut, kann ich jetzt in diesem Fall nicht machen, aber in diesem Fall hier. Und? Hä? Warum ist der jetzt da? Habe ich den da dran gedockt? Ja, ich glaube ich mal nicht. Stop Engine. So, dann ist dieses Ding nämlich mal aus. Hier eskaliert alles komplett. Oh Mann, ist das ein Käse hier. So, hat sich das wieder eingekriegt? Ja, sehr schön. So, dann kommt jetzt das Passenger Card wieder hin. Die anderen Sachen stelle ich auch wieder hin. Und dann sollten wir es eigentlich hoffentlich mal haben. Und dass wir hier mal die lustigen Bugs fertig bekommen haben. Jo, jo. Jo und jo, meine ich. Und dann können wir mal ein wenig weitermachen. Nämlich mit Diesel. Dank eurer hilfreichen Kommentare weiß ich nämlich, dass ich... Warum geht das Licht ja eigentlich nicht an? Dass ich Diesel brauche, beziehungsweise bei der Dieselherstellung als Nebenprodukt das Plastik entsteht. Ja. Der hier steht mal einfach so rum, dann... warte mal... Stell den Tender jetzt einfach mal dahinter und werde nicht andocken. Wenn ich dann andocken, wenn ich mal wegfahre, weil ich weiß nicht, ob ich das in dieser Aufnahmesession machen werde. Da ich keinen Bock habe, das jedes Mal hier komplett so anzupassen. Lassen wir es mal so, wie es ist. Hallo Regen, schön, dass du da bist. Nicht. So, dann haben wir noch ein bisschen was zu gucken. Und dann noch ein bisschen was zu gucken. Wunderschön habe ich das gemacht, ist mir jetzt aber auch egal. Ich will jetzt weiterkommen und nicht nur die ganze Zeit irgendwelche lustigen Traincraft-Bugs hier beheben. So, dementsprechend... halt. Erstmal Pferdchen in die Richtung lenken, wo es hin soll. Und dann gib ihm hier. So. Alter, wo sind eigentlich die ganzen Frames gerade? So. Genau, Sleep at Night. Und du kriegst den Regen weg. Doof, das nicht. So, jetzt wartet mal, wir gehen ein bisschen runter. Dann haben wir hier Wup Wup und das Regenzeug. So. Stille. Okay. Also, wir möchten die Sell machen. Das müsste hier eigentlich vorne irgendwo beschrieben sein. Ein paar Photopsies, ein bisschen Stick, bla 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 bla. Hier Distill, ist das die da? Auf den Train Workbench. Ich glaube aber, dass ich das in die Züge einbauen muss. Zeppelin, oh, Zeppelin kommt auch nochmal dran, hier müssen wir mal machen. Steam Engine, nö, ist es auch nicht, das Airship auch nicht. Diesel Generator, hier haben wir es doch. Also, wir brauchen Data und Data, das haben wir. Und so einen dicken Motorblock oder wie es auch immer aussieht. Ist der hier vorne irgendwo beschrieben? Halt, da ist er. Eine Diesel-Engine, da brauchen wir dieses Gekröse. Dann die Zylinder und die... Ne, die Kolben und die Zylinder, so rum. Und wie baut man die? Kolben und Zylinder. Hallo. Doof. Waren die hier vielleicht dann irgendwo versteckt? Nö, 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 nö. Da sind sie. Das sieht nach Stahl aus. Okay, dann bauen wir jetzt mal da ein bisschen rum und gucken mal, dass wir an Diesel rankommen. Ich müsste eigentlich genug Petroleum und so ein Gekröse da haben, um dann auch Diesel herstellen zu können. Und als Nebenprodukt, habe ich gehört, kann man dann Plastik bekommen, beziehungsweise bekommt es. Ich mache mal den Sound ein kleines bisschen runter, während der Regen vor sich hin prasselt.
Okay, da, oh, hier haben wir also die Train Workbench. Wir haben das, wir haben das. Wir brauchen eine Chimney. Davon haben wir nichts. Und wir brauchen Sticks. Allerdings mehr als eine. Schnell ein bisschen Wut holen. So und so. Das sollte erstmal reichen. Okay, also wir brauchen dafür drei davon. Dann brauchen wir drei davon. Jetzt habe ich vergessen, wie man dieses gegrüße Dingsbums da macht. Mal schnell nachschauen. Regen stört euch ja nicht, ne? Nee, wir sind hart im Nehmen hier. Nö, 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 nö. Aber das hatte ich doch schon mal irgendwo hergestellt. Hier, drei in Reihe sind es einfach. Also, der Reihe in Reihe. Dann haben wir das, die Zylinder und die Pistons und kriegen zwei Diesel-Engines. Wie habe ich jetzt den... Hallo? Da. Wie habe ich den jetzt hier gecraftet? Er war jetzt ein Steel Chimney oder ein Eisen Chimney? Ich glaube fast, das war Eisen, oder? Wo war das Rezept? Hier, diesen Generator. Schwarz. Der ist schwarz, dann brauche ich wohl den Stahl. Sollte aber auch kein Problem sein. Wir haben ja noch mehr als genug Ressourcen hier. So, also, dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Schön, der macht aus Diesel Strom. Ich will aber, dass aus Gekröse Diesel wird. Naja, haben wir schon mal eine Diesel-Engine. Ist auch nicht verkehrt. Was haben wir denn hier noch? Der Diesel-Generator ist nämlich schon mal nicht. Motor, Diesel-Engine. Fuel-Canister? Nö, wir kommen schon mal langsam so in die Richtung. Hard-Furnace, die Assembly-Tables. Next Pages, bla bla bla, Rape of Villager, Known Bugs, Armors, Generators, Special Pull, Armors, Special Pull, Making Diesel. Diesel is made in a Distillation Tower. Oder Distillation, doch, habe ich richtig ausgesprochen. In the Petroleum. Okay, but cook into liquid diesel and give you plastic with a random chance. Okay. Also es ist dieses Teil hier. Den hatten wir doch hier irgendwo, oder? Alter, es reicht. So, Schnauzespiel, meine Fresse. Wo ist denn hier das Rezept? Hier, die Distille. Steel Engels und eine Firebox. Und die Firebox braucht man jede Menge Steel und Flint and Steel. Aber ich glaube, da war noch eine Firebox hier irgendwo drin, oder? Nö. 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 Na gut. Dann brauchen wir einen Flint, den ich natürlich wieder nicht dabei habe. Warum sollte ich den noch dabei haben? Regnet immer noch. So seltsam, dass so völlig still ist und ich nur meine... schöne, weiche, sexy Stimme hört. Ja, ja, ich weiß. Ihr wollt das doch, ihr wollt das doch. Ich brauche Flint. Flint. Kein Flint mehr hier auf Tasche, oder was? Hier in irgendeiner Müllkiste noch Flint? Gunpowder Black Wool? Nö. Ah, da noch ein Flint in Steel, aber ich weiß nicht, ob der noch vollständig ist. Wahrscheinlich wird das Craft nicht funktionieren. Ach komm, kein Flint mehr oder was? Nee, da ist noch Flint. So, also Flint ins Ziel kriegen wir auf jeden Fall hin. Also dann mal losgelegt. Flint ins Steel, einmal Steel drum. Okay, das dachte ich mir. Hey. Will er den noch mit Eisen?
Warum doch nicht gehen? Bin ich jetzt doof? Moment. Also wir brauchen eine Firebox, brauchen dafür Flint and Steel. Flint Iron habe ich doch gemacht, oder nicht? Achso, in der Train Workbench. Ja, ja, ich habe meinen Fehler eingesehen und ich werde ihn jetzt korrigieren. So, Flint and Steel ohne Haltbarkeit, das heißt unbenutzt. Also das da rein. Das da drumherum. Dann haben wir zwei Fireboxen, dafür kommt eine hier hin. Das hier drumherum, dann kriegen wir eine Distille. Gut, das Ding als Tower zu bezeichnen, ist es vielleicht auch ein bisschen groß gedacht, aber ja. So, da wir hier sowieso niemals Viecher drin haben werden, weil ich das irgendwie nicht hinbekomme, kommt hier mal der Distillation Tower rein. Wir brauchen irgendwas zu brennen, wir brauchen das Petroleumgedönse und dann sollten wir deshalb problemlos Diesel raus generieren können. Und ich hoffe, dass als Nebenprodukt dann auch schönes Plastik dabei ist. So, was verheizen? Wir müssten doch eigentlich noch eine ganze Menge Kühlchen haben, oder? Wir haben noch eine ganze Menge Kohle. Sehr schön. Und dann brauchen wir Oil Sands oder Petroleum und Oil Sand oder Oil Sand. Lasst mich nochmal schnell einen Blick hier reinwerfen. Special Pool Making Diesel. Sind auch Petroleum or Oil Sands von the world into Petroleum in the top slot and fuel in the bottom. It will cook liquid diesel. Okay. Kann ich dann da auch das andere reinstopfen oder funktioniert es dann nicht? Soweit ich das ja jetzt verstanden habe, muss ich hier oben Ölsand reintun und natürlich jetzt mal Petroleum rein. So. Er macht schon mal irgendwas. So, wird daraus jetzt Diesel? Da nehme ich mal an, ist das eine Füllstandsanzeige. Habe ich Kanister, um das Ganze transportieren zu können? Okay, wie viel kriege ich jetzt aus einem Block raus? Ist jetzt schon Öl mit dabei oder nicht? Wenn ich einen Ölsand rein tue, was passiert dann? Oder muss ich da zuerst so ein Ding jetzt hier reintun? Es könnte natürlich auch sein, dass es erst dann funktioniert, wenn ich einen Kanister habe und mit dem Kanister dann eine Möglichkeit habe, das Ganze aufzufangen, dass das Ding gar keinen internen Tank hier hat. Aber irgendwas ist jetzt drin. Wartet mal. Wir bauen uns mal schnell so ein Diesel-Kanister. Das war ja relativ simpel. Einfach einmal hier so Plastik rundherum gemacht. Dann kriegen wir jetzt halt 4 Empty Fuel Canisters. Diese 4 Empty Fuel Canisters. Also irgendwas macht er noch. Stecken wir mal da rein. Und wir kriegen 2 volle. Okay, das hat schon funktioniert. Das hat also einen internen Tank. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen was rein, dass der jetzt mal brennt. Und dann haben wir wunderschön den Diesel und als Nebenprodukt das Plastik, was wir unbedingt brauchen, um hier weitermachen zu können. Und diese Kanister sind doch, ja, weiß nicht, wie viel mir ein Kanister bringt zum Fahren, aber ist schon mal einiges. Was dabei rauskommt, ein Block bringt einen kompletten Kanister. Nein, nicht da rein. So, ist der Regen mittlerweile vorbei? Ja, also, Sound machen wir wieder hier auf 40. Hallo Spiel, ich höre dich wieder, wie geht's dir? Sicher nicht rausgesponnen hier mit deinem blöden Regengezeugel. Okay, da jetzt Nacht ist, können wir nochmal schlafen gehen. Und dann werfen wir nochmal einen Blick ins Buch, was uns denn für schöne Diesel-Loks zur Verfügung stehen. Weil da möchte ich jetzt dann auch noch eine bauen. Wenn wir nämlich schon den Diesel haben, dann machen wir damit auch was. So, lasst mal schauen. Oder gehen wir gleich in Richtung Zeppelin? Weil allzu teuer ist er nämlich eigentlich nicht. Es könnte bloß sein, dass wir mehr Wolle brauchen, um diese fluffigen Bällchen da zu formen. Okay, nochmal kurz zum fluffigen Bällchen. Wo wart ihr denn? Da ist ein fluffiges Bällchen. Wir brauchen Wollblöcke dafür. Und wie viele Wollblöcke habe ich?
Jetzt denn. Und da habe ich noch einen schwarzen. Ich weiß aber nicht, ob der reicht. Und von den fluffigen Wollblöckchen brauchen wir 3, soweit ich das gesehen habe, oder? 3 Stück. Ja, wie viele kriege ich raus? Achso, das wird heute hier nicht gehen, ha? Okay, wir kriegen einen raus. Dementsprechend müssen wir dann nochmal schnell ein paar scharfe Scheren gehen, falls wir welche finden. Falls wir keine finden, wird uns dann wieder ein Airdrop geliefert. Fluffiges Schäfchen, wo bist du? Kommt, das machen wir noch schnell in der Folge. Habe ich irgendwie... Nee, habe ich nicht, aber jetzt habe ich. Jo. Mein Inventar ist wieder voll gemüllt bis oben hin. Das muss ich nochmal schnell kurz ein bisschen entleeren. Sonst können wir keine Wolle aufnehmen. Und dann gehen wir jetzt mal schnell ein paar Schafe rasieren. So, das hier kann da mal alles ganz gepflegt rein. Und das da auch noch. Passt. Okay, lustige Schäflein, wo seid ihr? Dann können wir uns nämlich zeitgleich Gedanken machen, ob wir dort, wo wir die Schafe antreffen, vielleicht noch ein bisschen was bauen können. Und wenn wir was bauen, was wir bauen werden. Hier ist ja die Halle, die irgendwie meine Abonnentenschar, die sich jetzt freundlicherweise auf 900 Personen angewachsen lassen, gedönst hat. Vielen Dank dafür. Die spaltet die ja ein wenig. Die einen finden es toll, die anderen finden es... ja, scheiße. Aber das bleibt jetzt mal so stehen. Diese künstlerische Freiheit hier. Okay, da oben haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar freiwillige Schafe, die sich ganz gern mal nackig machen wollen. 19 haben wir jetzt. Das wird auch noch lange nicht reichen. 8, 16, 24 Stück brauchen wir. 21. Wenn wir noch ein Schaf kriegen oder zwei, dann könnten wir es schon geschafft haben. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Hier hinten, so neben der Strecke, hat man so ein kleines Wäldchen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das durch den Fluss, das sich hier so durchschlängelt, so groß als neues Baugebiet eignet oder ob wir das dann erstmal woanders anstellen wollen. Wo ich das dann jetzt? Schafi, komm her. Ich will doch nur kurz deine Wolle. Es ist Sommer, ihr müsst euch ein wenig offenherziger anziehen, nenn ich's mal. Und schwitzt ihr doch die ganze Zeit, wie die Sau. Ah, seht ihr, schon sind sie da. Kaum sagt man, was es für einen Sinn hat und erklärt ihnen kurz, warum sie mir ihre Wolle geben sollen, dann klappt es doch. Haben halt auch Gefühle, diese kleinen Pixelmonster hier. So, komm mal bei hier. Das war nur eins. 23, 8, 16, 24. Ach nö, muss jetzt zur Suizidschaft darunter, oder was? Komm hier. Plupp. Okay, ich habe auf jeden Fall das, was ich will und ich habe Erde dabei und ich bin willig, diese Erde zu benutzen. Und nichts kann mich aufhalten, außer ein Creeper vielleicht oder sowas. Aber da wir momentan, glaube ich, noch auf Pissful spielen, sollte das ja jetzt hier kein großes Thema sein. Okay, dann hüpfen wir mal zurück und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir werden uns dann das nächste Mal wieder in unserer kleinen Behausung sehen. Dann werden wir uns in Richtung Zeppelin aufmachen. Ich weiß bloß noch nicht, was der braucht. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, war es Redstone. Aber sicher bin ich mir nicht. Obwohl, im Rezept waren es eigentlich elektrische Motoren. Dementsprechend wäre alles andere als Redstone sinnfrei. Wo bin ich denn überhaupt? Alter, ich habe einen ganz schönen Umweg hier hinter mich gebracht. Dann machen wir Bahnimpressionen ohne Bahn. Tschutschut, bin ein Zug. Weiche dir ungläubig nicht, Züge. Lädst du mal vielleicht die Map nach? Spiel? Na, dann halt nicht. Lass dir ruhig Zeit. Ich meine, zum Glück haben wir unsere unglaublich schöne Halle. Da sehen wir nämlich ganz genau, wo wir hin müssen, um wieder nach Hause zu kommen. Also denn alle, die denken, dass ich hässlich ist, hier erfüllt ihren Zweck. So, wieder zu Hause angekommen. Ach, jetzt sieht man das da oben doch, dass da der Aufstieg ist. Ist aber auch nicht schlimm.
Okay, durch unsere ganzen Airdrops, Cheaterei, sollten wir jetzt dann auch genug Material haben, um den Zeppelin da so mal schnell aus dem Boden zu stampfen. Und ich habe jetzt doch einfach mal die Folge hier weitergelabert. Ohne Punkt und Komma. So, dass ich hier gar keinen Zwischencut machen muss. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier in die Lüfte geht. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht bei Traincraft. Ciao, ciao.